Hi Freunde, wir gucken jetzt ein Video von Alpha Kevin über die Thematik André Schiebler, also der Boy von Ape Crime, der angeblich seine Fans betrügt. Also, wir gehen da jetzt mal voll rein. Hier haben wir den guten. Also, let's go! Seid gegrüßt, meine Freunde der Bücher und der NPC-Streamer. Ein Gartenzwerg! Okay, Anderson ist wohl dieser André Schiebler und der hat hier live gestreamt auf TikTok. Boah, ihr Leute, dieser NPC-Trend, ne? Der macht mich aber auch wirklich loco. Wirklich, wirklich loco. Ich habe mir actually mal ein paar von diesen Streams gegeben für ein paar Minuten. Also actually habe mir das gegeben, um zu gucken, ob die das wirklich durchziehen. Und die ziehen das wirklich durch. Ich finde das geisteskrank. Gartenzwerg! Ein Gartenzwerg! Also für die Leute, die nicht wissen, was diese TikTok-NPC-Livestreams sind, die Streamer auf TikTok tun so, als wären sie ein NPC und wiederholen immer das, was denen gegiftet wurde. Die haben dann so einen Satz oder ein Wort, je nachdem, oder eine Bewegung, die sie halt immer machen, wenn da eine Rose gespendet wird oder eine Schatzkiste oder so. Und dann machen die sowas wie, ah, smells good, ah, smells good. Und dann immer, wenn so eine Rose kommt. Und das machen die die ganze Zeit. Die sagen nichts anderes, die machen nichts anderes. Die ne, das ist nur das. Ein Gartenzwerg, ein Gartenzwerg, ein... Also Leute, von mir bekommt ihr, also ich sehe hier gerade im Chat von NPC-Stream. Leute. Gartenzwerg! Du Hebamme, du Verfluchte! Heute gibt es tatsächlich mal wieder ein Video zu André Schiebler, welches aber tatsächlich mal nichts mit dem NPC-Trend zu tun hat. Sondern es ist in letzter Zeit etwas passiert, was jetzt gar nicht mal so nice war. Zum einen geht es nämlich um ein Buch, welches die Zuschauer schon vor ewig... Between dry and wet underwear vorbestellt. Das Buch dokumentiert schonungslos und unzensiert das Beste, Verrückteste und Erotischste aus Jahren voller Dating-Erfahrung. Stürze dich in eine Reise durch die Abgründe von Dating-Apps, lass dich von deinen Schweiß. Ist das actually ein Ding? Stellt man sich so, also liest man sowas? Ist das von ihm? Ja, das ist von, nee, von seiner Frau. Okay. Ewigkeiten gekauft haben und immer noch nicht erhalten haben. Chichi. Und es geht auch um ein sensibles Thema, und zwar um das Thema Suizid, welcher mit dem verspäteten Buchverkauf auch in Verbindung steht. An der Stelle aber mal noch Folgendes. Dieses Video hier soll keinen Hass auf irgendeine Seite ziehen, ganz im Gegenteil. Ich hoffe nämlich nur, dass nach dem Aufmerksammachen auf diese Sache entweder die Fans ihr Geld zurückbekommen, die das Buch gekauft haben, oder sie wenigstens ein Statement bekommen, was denn nun mit dem Buch los ist. Doch starten wir nun mit dem Thema und was überhaupt alles passiert ist. In den letzten Wochen habe ich wirklich unendlich viele private... ob du es mitbekommen hast, aber er und seine Frau haben letztes Jahr ein Buch verkauft und dieses hätte im Juli 2023 geliefert werden sollen. Updates von deren Selbstmordgedanken finde ich sowieso ganz schwierig, sowas zu posten. Ich glaube nämlich, wenn man sowas postet, also actually das, dann kann das Leute schon krass triggern. Laut der Aussage, dieses Jahr sollte das Buch am Juni 2020 geliefert werden. Okay. Privatnachrichten von Zuschauerinnen von André Schiebler bekommen, dass sie sich mittlerweile verarscht vorkommen. Der Text war hierbei fast immer derselbe, denn es ging um ein Buch, welches vor Ewigkeiten gekauft wurde, aber nie zugesandt wurde. Und das trotz eines festgelegten Datums bis vor kurzer Zeit. Ich lese jetzt einfach mal ein... Also ich finde, ein Jahr finde ich schon... Bin ich schon strong. Mir zugetragene Nachricht. Ach so, das Video hier ist übrigens vor 4 Tagen live gekommen. Also, das heißt am 4.10. Das heißt... Ich vor welches den Inhalt ganz gut beschreibt. Hey Kevin, du hattest mal ein Video zu André Schiebler und seiner Veränderung gemacht. Dort hast du auch von deren Andres und seine Frau Onlinehandel berichtet. Vielleicht kannst du dir dazu folgenden Sachverhalt anschauen. Im Dezember 2022 konnte man ein Buch dort vorbestellen. Das haben sehr viele Fans gemacht. Dieses Buch sollte im Laufe des Jahres 2023 ankommen. Nach vielem Hin und Her wurde dann das Lieferdatum auf dem 28.06.2024 festgelegt. Aber bis heute hat keiner die bezahlte Ware erhalten. Auf Nachrichten wird nicht geantwortet und Kommentare werden gelöscht. Viele Hunde. Oh, das ist richtig problematisch. Kommentare zu löschen. Also grundsätzlich, also so, wenn du eine Privatperson bist und Hate-Kommentare bekommst, Hate-Kommentare zu löschen, finde ich legitim. Man muss ja nicht damit dealen. Ich finde es legitim, Kommentare zu löschen als Firma, wenn, das hatten wir jetzt zum Beispiel bei Pizza Hut, wenn die Leute irgendwas mit Dominos drunter geschrieben haben, habe ich das halt gelöscht. Oder halt Scam-Sachen, halt hier so
Cent-Pick, bla bla bla. Legitim. Aber wenn du etwas verkaufst, das nicht lieferst und dann Kommentare bekommst, die dann zu löschen, als wäre das so aus den Augen, aus dem Sinn mäßig, das finde ich problematisch. Auch nicht auf Nachrichten zu antworten, auch problematisch. Dann verkauf nichts. Dann gib den Leuten das Geld wieder, entschuldige dich. Dann, wenn du damit nicht dealen kannst, wenn du das nicht hinkriegst, dann mach's nicht. So, das ist nicht gut. Hunderte Kunden haben also Geld bezahlt und nie die Ware bekommen. Die Webseite ist immer noch online. Bestellungen können immer noch getätigt werden. Hä? Dann mach das doch. Also lass die Webseite online, okay, damit die Leute wissen, ey, das ist irgendwie noch auf dem Schirm mit dem Buch. Aber Bestellungen können immer noch getätigt werden. Okay. Problematisch werden. Also André und seine Frau wollten genau dieses Buch hier veröffentlichen. By the way, wie auch immer die Seite und auch das Buch designt hat, ein großes Lob an dich. Ich finde, das sieht richtig smooth aus. Abgesehen davon war aber das Release-Datum schon auf letztes Jahr gelegt worden. Da wurden dann aber die Zuschauer und Fans etwas hingehalten und dann hat man sich dafür entschieden, dieses Buch am 28.06. endgültig zu verschicken. Und das Ganze kann man sogar immer noch im Internet sehen. Dort steht immer noch, dass es lief. 28.06. Das sind jetzt fast... Ja, das sind 3,5 Monate jetzt her. Verdatum zu genau dieser Zeit ist. Weshalb das Ganze aber nun einen relativ faden Beigeschmack hinterlässt, ist folgendes. Denn gerade mal vor 22 Wochen wurde auf der Instagram-Seite von André gepostet, dass die Fans so aufgeregt seien wegen des Buches. Sie meinten außerdem, dass sie es vorbestellt hätten und dass sie es kaum abwarten können. Kurz darauf wurde dann Also mich interessiert das ja ja nicht, das Buch, aber... Ich bin jetzt auch kein krasser Ape-Crime-Fan. Ich denke mal, würde jetzt ein... Ja, weiß ich nicht, ob ich das denn kaufen würde. Aber so grundsätzlich kann ich das verstehen, wenn einer deiner liebsten Creator irgendwas veröffentlicht, dass du das natürlich dann haben möchtest. So, ich habe hier übrigens auch ein cooles SK Gaming-T-Shirt an. Von meinen guten Freunden SK Gaming. Guckt mein YouTube-Video, mein Gamescom-Video. Der hat ein Shooting zusammen und das ist halt deren Gamescom-Edition. Boah, das kann ich euch eigentlich mal ganz kurz zeigen. Das haben die nur auf der Gamescom halt verteilt. Na, ich finde das so geil mit dem Dom einfach. That's my hood, my city, weiter geht's. Entschuldigung, das sollte hier gar keine Werbung sein, aber ich finde das T-Shirt richtig geil, deswegen wollte ich das zeigen. So. Tatsächlich auch eine entscheidende Frage beantwortet. Und zwar, weshalb es am Anfang des Jahres so ruhig geworden ist rund um dieses Buch. Denn eigentlich sollte es ja schon im Jahre 2023 kommen. Hierzu schrieb dann Nicole, also die Frau von André, dass sie im Laufe der Zeit einen Suizidversuch hatte, es ihr dementsprechend auch absolut. Weiß ich nicht. Würde ich nicht posten. Kann Leute triggern. Ist auch einfach eine Sache, die... Also, nee, finde ich problematisch, das zu posten. Also, weiß ich nicht. Okay, vielleicht kann man meine Meinung da ändern. Also, ich bin immer offen, für meine Meinung zu ändern. Aber ich finde es problematisch, zu posten. Hey, ich hatte in so... Versuch. Ich weniger bearbeiten. Also, wie seht ihr das? Also, findet ihr das auch so problematisch wie ich, sowas zu posten? Also, ich glaube, das kann Leute hart triggern. Tut nicht gut ging. An der Stelle natürlich auch alles erdenklich Gute an Nicole und auch an André, weil das sind natürlich schwierige Zeiten. Sie wollte das Ganze halt eigentlich komplett privat halten, jedoch begründet das auch, weshalb dieser gesamte Buchversand ins Stocken gerät. Sie meinte auch, dass sie zwecks des Versands einfach versagt hätten. Gingen dann... Aber an der Stelle kannst du auch einfach sagen, yo, ich hatte privat extreme Probleme. Also da ging nichts dran vorbei. Ich kann euch das nicht sagen. Ich möchte niemanden triggern. Ich möchte nicht, dass ich irgendwer... ich möchte das auch für mich nicht, weil das gar nicht gut ist. Und will das einfach nicht in die Öffentlichkeit treten. Aber es ging gar nicht. Mir ging es gar nicht gut. Und tut mir voll sorry, wenn es anders gegangen hätte, dann hätte ich es anders gemacht. Irgendwie sowas. Da muss man... So hat es gehandelt. Ich weiß nicht. Dann aber noch auf konkretere Fragen ein. So wurde hiermit ein fester Release-Tag genannt. Und zwar der 28. Juni 2024. So wie es immer noch auf der Seite steht. Und wenn man außerdem noch Probleme mit der Bestellung hat, dann solle man sich einfach an den Support wenden. Da bekommt man dann Feedback und dann kann man die Dinge regeln. André hat auch kurz nach dieser Stellungnahme noch ein eigenes Video veröffentlicht. Auch in diesem Story-Format. Und folgende wurde zu dem ganzen Buchthema verloren. Ja, Nicole hat es ja schon gesagt. Irgendwann
kam dann alles zum Stillstand. Ich konnte es dann halt nicht mehr alleine, habe ich es auch einfach nicht mehr hinbekommen. Ja, man trifft auch so viel so, ich habe so viel so Kurzschlussentscheidungen getroffen. Es war zum Beispiel, Nicole hatte immer sich so Sorgen um dieses Buch gemacht, weil das nicht kommt und so. Da meinte ich immer zu ihr, ey, scheiß drauf, die werden das schon verstehen, scheiß auf dieses Buch gerade. Und dann war sie immer in Instagram in den Kommentaren und logischerweise haben dann da Leute geschrieben, hey, wo ist das? Hey, keiner meldet sich, wo seid ihr? Was soll das und so? Und dann hat sie sau krankhaft diese Kommentare immer gecheckt und ich habe immer gesagt, lass das und irgendwie konnte sie nicht aufhören und dann habe ich halt angefangen, weil ich dachte, das ist gut, alle Kommentare mit diesem Buch wegzulöschen über die ganze Zeit, immer wieder. Keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Weg so war, aber ich habe es halt so gemacht. Ich finde es nicht der richtige Weg. Ich kann seinen Standpunkt voll und ganz verstehen, aber das ist trotzdem nicht der richtige Weg. Ihr könnt jetzt wieder seit einer Woche normal alles schreiben. Wenn ihr Trash redet, lösche ich es trotzdem weg. Ja, aber ich dachte dann einfach so in meinem Kurzschluss-Ding, weil Nicole ging es halt besser. Und dann dachte ich, boah, jetzt ich gucke alle Trigger, die sie haben könnte, versuche ich wegzunehmen. Und das war halt einer davon, dann habe ich halt alles immer gelöscht. Das Ganze sagt er also zum Thema Kommentare löschen. Tatsächlich wird ihm aber sogar noch bis heute vorgeworfen, dass er immer noch Kommentare löscht bzw. deaktiviert. Ist aber auch egal. Mittlerweile die Macke, dass mir bei Influencern die Statements scheißegal sind. Die sind so oft, häufig erstunken und erlogen. Ja, du musst ja halt auch bedenken, bei so Influencern und Content-Creatern, die leben halt davon, ne? Und wenn du an einem gewissen Punkt so krasse Scheiße gemacht hast, aus Versehen, weil du nicht mehr nachgedacht hast, dann bleibt manchen Leuten nichts anderes übrig, als zu lügen, damit die halt weiterhin Kohle verdienen. Ich finde es auch gar nicht gut. Also ich bin, mir ist Ehrlichkeit sehr, sehr, sehr wichtig und Transparenz und so weiter. Deswegen, ich bin ja mit euch auch immer ehrlich. Wir haben ja auch heute über das Therapiethema und sonstiges geredet. Was soll ich sagen, ne? Das ist halt deren Job. Wenn du halt Angst hast um deinen Job, dann versuchst du dir um alle Mittel den irgendwie zu behalten, ne? Also das ist halt so eine, diese Entertainment-Szene ist halt einfach eine Szene oder ein Job, wo, wenn du einen Fehler machst, kann dir das echt alles kosten. Ist jetzt nicht so wie jetzt so in so einem normalen Job. Nennen wir es mal ein normaler Job. Es ist ja ein unnormaler Job, Entertainment zu machen. So Fernsehen ist ja auch total unnormal. So eine, nee, aber da, wenn du da einen Fehler machst, dann ist das meistens gar nicht so gravierend. Also du verlierst dann nicht gleich deinen Job. Und wenn du deinen Job doch verlierst, dann kriegst du irgendwie eine Abmahnung, bevor du den ganz verlierst. Oder du kriegst dann irgendwie was gekündigt und dann hast du noch eine Frist und so weiter. Und dann kannst du dir einen neuen Job suchen und so. Das ist ja in der Arbeitswelt ja ein bisschen einfacher, aber wenn du halt Content Creator bist, dann und du machst halt einen Fehler oder sagst irgendwas Dummes oder willst ein Buch rausbringen, kriegst nicht auf die Kette und dann passiert was Schlimmes und dann, ja, das ist alles so ein bisschen problematisch. So, weiter im Text. Dazu später noch ein bisschen mehr. Er sagte aber auch noch zudem Folgendes. Klar hätte man das anders kommunizieren können. Klar hätte ich jetzt, ich hätte mich auch hinsetzen können, sagen können, ey, so und so, das ist gerade passiert, deswegen werden wir jetzt weg sein, macht euch keine Sorgen, so. Aber so waren wir halt noch nie. Also wenn wir online sind, so wie jetzt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es uns ganz gut gerade geht. Ja, aber das ist doch dann trotzdem unfair den Fans gegenüber. Ich meine, voll, da geben unzählige voll Fans und auch Zuschauer Geld für ein Buch aus und bekommen nicht mal eine Rückmeldung, was denn überhaupt mit dem Geld und auch mit der Bestellung passiert ist. Stattdessen wurden die Leute einfach ignoriert und die Kommentare wurden einfach gelöscht, was ich jetzt nicht ganz so nice finde. Und versteht mich nicht falsch, ich kann das tatsächlich auch mit den ganzen Triggerpunkten komplett nachvollziehen. Voll, ich kann das auch nachvollziehen, voll. Aber es ist nicht the right way. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass die Käufer sich eines Tages mal verarscht fühlen, wenn ein Buch, welches schon 2023 erscheinen sollte und auch verschickt werden sollte, jetzt immer noch nicht da ist. Ja, wir kommen erst, wenn wir so, also wenn wir privat oder als Person stabil sind, vorher mache ich jetzt hier keine Posts so. Ja, auf jeden Fall geht's uns gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Und das freut mich. Aber wenn es Nicole und auch André mittlerweile ganz gut geht, so wie sie es hier sagen, dann frage ich mich, warum das Buch am 28. Juni immer noch nicht versandt wurde und immer noch kein Statement abgegeben wurde. Also, wenn mir doch die
Dann nicht mal irgendwie ein Statement zu posten, ist auch wieder eine schwierige Situation. Ne? Also es ist alles sehr, sehr schwierig. Wir können das irgendwie alles nachvollziehen, Triggerpunkte und ne, mit ihrem Problem, ihrem privaten Problem und so können wir nachvollziehen, aber ein paar Sachen sind nicht so gut gelungen. Die Fans und die Käufer so unfassbar wichtig sind, dann halte ich die Leute doch wenigstens auf dem Laufenden, damit sie wissen, was überhaupt mit dem Geld passiert und ob das mit dem Buch überhaupt noch stattfindet. Denn neben dem Frust der Fans, der sich nun angestaut hat, wurden mir dann auch noch solche Nachrichten geschickt, die auch wieder auf einige Probleme hinweisen. Bis heute hat niemand das Buch erhalten und es gibt weder Rückerstattung noch Antworten vom Kunden. Also, ihr wisst ja, ich bin ja Grafikdesigner. Hauptberuflich. Das, was hier markiert ist, ist schief. Fällt wahrscheinlich den meisten nicht auf. Ist mir jetzt sofort aufgefallen. Hier ist sogar so eine kleine Ecke drin. Da. So ein, ne, dann hier. Okay. Kundenservice. Eine weitere Käuferin schrieb mir dann noch folgenden Text. Das Buch wurde natürlich schon bei der Bestellung. Da ist jetzt eine ganz andere Art und Weise, dass man hier jetzt irgendwie genutzt wird, aber ist auch okay. Bezahlt und liegt mit Versand bei bisschen mehr als 40 Euro. Das mag kein Riesenbetrag sein, aber wenn wir alle in Vorkasse gegangen sind und ein Jahr später nun immer noch kein Buch haben, ist es dann nicht Betrug? Die meisten haben keinen Rechtsschutz und bei einem Betrag von knapp 40 Euro lohnt es sich bestimmt nicht, für sich privat einen Anwalt zu holen. Ja, also mich erreichen gleich mehrere halt, Personen ja. Das ist es halt. Für 40 Euro Anwalt holen, weiß ich nicht. Schwierig. Auch, ich glaube, viele wissen auch gar nicht, was sie da machen müssen. Ja, aber es ist halt trotzdem 40 Euro. Genau diesem Anliegen. Zum einen wurde ein Lieferdatum versprochen, welches immer noch nicht eingehalten wurde. Es gab noch kein Statement. Und Kommentare bezüglich des Buchs und die Kritik dahinter wurden auch ignoriert und gleichzeitig gelöscht laut den Käufern. Und nicht einmal der Kundenservice soll laut den Fans antworten, wenn es ums Thema Rückerstattungen geht. Und spätestens da finde ich das Verhalten dann doch schon ziemlich verwerflich. Denn ich glaube, fast jeder Mensch da draußen hat Verständnis, wenn ein Versand ins Stocken gerät aufgrund solcher privater Probleme. So. Voll. Also so bis zu dem Zeitpunkt, bis zu diesem 28.06. ist das ja noch alles irgendwie legitim. So dann, okay, da hat jetzt ein Jahr länger gedauert, kann man drüber reden, wenn das Buch ja dann da ist, ist okay. Aber dass seitdem jetzt schon wieder nichts ist, das, ich glaube, das könnte sehr, sehr negativ sich auf deren Karriere ausbreiten. Ausdingsen. Soweit ich weiß, machen das ja auch André und Nicole alles alleine, weshalb das natürlich auch mit viel Zeit und viel Arbeit verbunden ist. Aber dann gebt doch den Kunden bitte wenigstens etwas Rückmeldung, was denn nun mit dem Geld und mit dem Buch passiert. Ob das jetzt in einer E-Mail ist oder ob das ein öffentliches Statement ist, es wäre immerhin mal schön zu erfahren, was denn nun überhaupt bei euch los ist. Wisst ihr, ob diese Quallen echt sind? Sind das echte Quallen? Ist das nicht ein bisschen klein? Quallen, die haben auch kein Gehirn und so, ne? War da nicht irgendwas mit Quallen? Haben Quallen Gehirn? Quallen haben ein Nervensystem, sie haben Sinnesorgane, aber kein Gehirn. So wie es momentan läuft und wie der Stand der Dinge jetzt gerade ist, kann ich die Leute definitiv verstehen, dass sie sich momentan verarscht vorkommen. Das Ganze hinterlässt aber einen noch merkwürdigeren Beigeschmack, wenn man bedenkt, dass während der ganzen Buchkritik André immer wieder neue Videos hochlud. Und ratet mal, wer natürlich da nicht auf die Buchkritik eingegangen ist. Richtig, André und Nicole. Zumal stellenweise die Kommentarfunktion direkt deaktiviert wurde, sodass man gar keine Kritik schreiben konnte. Ja, das ist, also das wird sich negativ auswirken auf seinen Job, auf seine Karriere. 100 Pro. Sind aus Kunststoff gut. Oder die Kritik wurde schlichtweg einfach ignoriert. Tja, also ich muss ganz ehrlich sagen, trotz was alles passiert ist, finde ich dieses ganze Verhalten nicht gerade sehr förderlich und gut. Denn ich denke, dass André super viele Nachrichten bezüglich des Buches erhalten hat. Und nun muss ich darauf aufmerksam machen, in der Hoffnung, dass nun endlich mal das Geld zurückerstattet wird oder es ein Statement gibt. Sollte das Ganze jetzt nach diesem Video weiterhin totgeschwiegen werden, dann weiß ich persönlich auch nicht mehr weiter. Denn wie der eine Kommentar vorhin schon sagte, lohnt es sich bei 40 Euro nicht mal mit einem Anwalt dagegen vorzugehen. Also in diesem Sinne kann man wirklich nur abwarten. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas. Ich wünsche dennoch Nicole und André alles erdenklich Gute und dass sie diese schwere Zeit auch weiterhin gut überstehen. Aber bitte kümmert euch wenigstens in Form eines Statements um solche Anliegen, wenn der Aufschrei vor allem immer größer wird. Schließlich habt ihr ja auch das Buch auf Instagram noch vor 17 Wochen ziemlich krass gepusht. Das soll es aber auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stechen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin. Ja, also ich sehe das genauso wie er. Ich wünsche den beiden auch alles Gute, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass auch Nicole da besser geht. Aber da muss ein Statement kommen. Da muss irgendwas kommen. Also,
Alpha Kevin, danke für das Video. Sehr, sehr cool zusammengefasst. Bin 100% deiner Meinung. Ja, jetzt sind wir da auch schon mal ein bisschen weiter. Ne? Wir sind jetzt langsam, bleiben wir up to date.